Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler 1540 Best. Und zwar die Bezeichnung Best ist für das Best-Kühlaggregat von Rivacold. Wir haben ein Riesenproblem mit den neuen Fahrzeugen. Und zwar ist das so, früher hatten wir eine Lichtmaschine, wenn der Motor gelaufen ist, hatten wir eine Spannung von 14 Volt. Und heute haben wir so eine intelligente Lichtmaschine, da fällt dann die Spannung beim Bremsen, geht sie hoch, und beim Bergauffahren geht die Spannung runter bis teilweise 11 Volt. Bei 10,5 Volt schalten unsere alten Aggregate aus. Das heißt, sie gehen dann aus, und wenn ich dann wieder geradeaus fahre, habe ich wieder 12 Volt oder 12,5 Volt. Und das führt dazu, dass das Kühlaggregat nicht immer kühlt. Und der normale Verbraucher oder Fahrer merkt das nicht mal. Die Kühlmaschine geht einfach aus, wenn ihr Vollgas gebt, beim Fahren. Und jetzt haben wir uns beschlossen, wir gehen in die Richtung. Diese Aggregate haben einen riesen Vorteil. Sie haben einen geringeren Stromverbrauch, einen besseren Wirkungsgrad, und wir haben die komplette Range von plus 10 bis minus 25 Grad. Also es wird eine Vereinfachung geben bei den Transcoolern, und so werden wir die Geräte auch in Zukunft wieder ab Lager liefern können. Ich habe hier eine Batteriebox von uns, und ich kann im Prinzip hier den Transcooler über die Batteriebox, ich muss hier einschalten, on, und hier noch den Wechselrichter einschalten. Und so kann ich das Teil bei 30 Grad Umgebungstemperatur, was wir jetzt oder wenigstens gestern hatten, etwa 6 Stunden betreiben, ohne Türöffnung. Das heißt, ich könnte damit einen kurzen Transport durchführen, aber ich kann auch hier auf der Seite natürlich dann auch wieder einspeisen, aber wichtig ist, ich brauche dazu einen Ladebooster, dass ich die Zwischenbatterie speichern kann. Die andere Alternative, der Wechselrichter hier, der muss ins Fahrzeug verbaut werden, direkt ins Fahrzeug, dass wir da 230 Volt haben. Wir hören, die Kühlmaschine läuft. Die hat jetzt 23 Grad, das ist etwa möglich, und sie kühlt auch jetzt relativ schnell runter. Wir haben hier, wenn wir das über die Batteriebox betreiben, das Teil kostet zwar 1400 Euro mehr, wir haben die Kapazitätsanzeige hier, so, ich sag mal, eine Ampelschaltung, grün, gelb, rot. Wir haben die aktuelle Spannung, die jetzt geliefert wird, also 227 Volt. Ich kann hier umschalten auf die Watt, also die Ausgangsleistung, das sind 500 Watt, das spricht bei 12 Ampere sind das um die 50 Ampere rum, und nicht ganz. Und ich habe hier eine Spannung von 12,8 Volt, das ist jetzt hier eine volle Batterie. Und so kann ich das autonom betreiben, Box rein, Transcooler betreiben, für die nächsten paar Stunden habe ich Ruhe. Das Gerät läuft jetzt hier, was wir haben, ist hier unten eine Anzeige. Wir haben jetzt noch einen Blackout, also einen Stromausfall gehabt, weil wir direkt eingesteckt haben, und wir haben die Temperaturanzeige. Ich sehe jetzt hier die Temperaturanzeige, da kann ich drücken 35, das ist der Alarm 35, und das heißt, ich hatte einen Stromausfall. Und hier drücke ich dann zweimal drauf. Da habe ich jetzt die Innentemperatur. Ihr seht, wie schnell das Teil runtergeht. Und ich kann hier Set drücken, relativ lange. Geht einen Moment, und dann zeigt es mir momentan 4 Grad an. Das ist die aktuelle Innentemperatur. Hier kann ich jetzt hier runter und hoch fahren. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel nochmal Set drücken und dann hier runterfahren, zum Beispiel auf 3 Grad. Wir haben Standard eine Temperatur,
Differenz von 2 Grad, der geht das auf 3 Grad und dann auf 5 Grad hoch. Hier wieder zurück und hier haben wir wieder die aktuelle Temperatur innen drin von, sagen wir, 15 Grad. Jetzt ist ja so, früher hatten wir Fernbedienung, die konnte man vorziehen auf dieses Armaturenbrett und heute haben wir das nicht mehr. Man kommt auch nicht dazu, wenn es gut eingepackt ist, aber im Prinzip hat heute jeder ein Handy und auf der Seite bzw. auch hier habe ich die Bedienungsanleitung, wie ich so eine App öffne, also App Store öffnen und so weiter. Ich gehe dann halt aufs RiverCold App. Geht auch im Moment, das ist heute moderne Technik, wir haben eine Digitalisierung und hier habe ich das App und hier habe ich Smart Control. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ich gehe auf Smart Control. Hier finde ich jetzt ein so ein Gerät hier, das tippe ich an. Wir haben eine Verbindung, koppeln, klar, koppeln wir. Wir warten, bis das Teil kommt. Hier finde ich auch alle Dokumentationen, Betriebsanleitungen und so weiter. Die kann ich eigentlich hier runterladen. Ich habe hier verschiedene Anwender. Ich habe hier zum Beispiel den End-User. Man muss jetzt hier ein bisschen Englisch lernen. Das App ist jetzt eigentlich auf Deutsch eingestellt, aber End-User ist halt trotzdem nicht ganz Deutsch. Und hier habe ich ein Passwort und das habe ich 2201. Okay. Passwort, das steht auch in der Betriebsanleitung drin. Und hier sehe ich jetzt, ich habe die Regelungstemperatur ist 2,6 Grad. Dann die Setpoint ist 4 Grad, was wir vorher eingestellt haben, denn die Schalthysterese ist 2 Grad. Ja, hier sehe ich auch, läuft der Kompressor, läuft der Ventilator und hier kann ich dann eigentlich in Service reingehen und ich könnte hier Parameter verstellen, da mache ich ein separates Video drüber und hier kann ich Trends angucken. Das heißt, ich sehe hier Status Anlage on, Status Temperatur und ich könnte hier auch die Daten runterladen, die ich seit Beginn, ich kann es dann definieren, aber da mache ich ein separates Video drüber, über die Temperaturverläufe. Gehen wir zurück. Symptomie und hier unten kann ich dann auch noch die Drücke ablesen, was da für Drücke drin auf dem Kühlsystem, weil ich hier nicht mehr messen kann. Aber das ist mehr für den Kältetechniker. Verbindung trennen, ja. Ja, das sind die neue Kombination zwischen Batteriebox und Kühlaggregat oder eben direkt mit dem Wechselrichter aufs Fahrzeug, weil da haben wir wirklich das Problem, dass wir zu wenig Leistung haben. Und so kommt das Ding daher. Wir sind jetzt dran, auch die neuen Betriebsanleitungen, die sind alle im App hinterlegt. Für die Bedienung, hier liegt sie dabei. Beim Wechselrichter bleibt sie auch dabei. Es gibt auch für den Wechselrichter eine Fernsteuerung, die kann ich dann hier direkt einbauen mit 4 Meter Kabel dazu. Das heißt, das Teil bleibt im Auto, ich schalte das ein und das Ding sollte funktionieren. Ja, das war's vom Transcooler auf die nächste Saison. Was da kommt, wenn ihr ein Problem habt mit der Transportkühlung. Unten verlinke ich euch den Katalog und natürlich den Link auf die Homepage in den Shop, wenn ihr so ein Teil bestellen möchtet. Weitere Videos folgen, was da genau kommt. Hier verlinke ich euch die alte Serie der großen Transcooler und ich wünsche euch einen schönen Tag.